mal, ich musste Musik geben auf meinem Laptop machen. Ich kann mich gerade überhaupt nicht konzentrieren. So. Das heißt, er benutzt die Nvidia-Grafikkarte, also die Karte, die ich drin habe, um das Video zu kodieren. Ich glaube, so war das. So habe ich das verstanden zumindest. Ob ich es richtig verstanden habe, weiß ich nicht, aber ich nehme doch an. Und jetzt sind wir bei 3% CPU-Auslastung, ja. Ups. Und ich habe hier immer noch, ich nehme nur mit 30 Frames auf. Aber der gute DxStorage zeigt mir 70 circa an. Zumindest hier in diesem Stadtgebiet. Von dem her war das eindeutig die richtige Lösung, dieses Encodieren auf die Grafikkarte zu geben. Und damit habe ich nämlich überhaupt, ehrlich gesagt, nicht gerechnet. 4% CPU, also ist ja nix im Vergleich zu dem, was wir vorher hatten. Die Aufnahme läuft, ja. Ach. Also das war eindeutig die richtige Einstellung, die wir benutzen können. Denn damit sollte man kein Problem mehr mit Ruckeln haben, theoretisch. Ich sehe es dann am Ende dieser Aufnahme. Ich werde dann wieder nach dieser Tour einen Schnitt machen, auch wenn es eigentlich nicht notwendig wäre, einfach nur um das Video zu kontrollieren, welches ist da herüber, und zu schauen, ob es noch ruckelt oder ob das damit jetzt behoben ist. Das wäre nämlich Hammer, muss ich zugeben. Oder ob jetzt komplett Kacke aufgezeichnet wurde. Ich bin halt eben noch in dieser... Autsch. Probierphase. Gerade mit dem Open Broadcaster. Ich habe ja schon Livestreaming versucht, ne? Gerade No Man's Sky eigentlich, da muss ich dann vielleicht auch mal weitermachen. Oh, aufschreiben. Entschuldigt. Das hätte ich fast vergessen. Von Windemucke nach Oxnard. Kilometer habe ich. Was fehlt mir noch? 14 Tonnen Propan. Oh, ich habe mir auch überlegt, ich werde mir... Ha, das werde ich noch vor der 200. Folge machen. Ich werde versuchen, meinen eigenen Anhänger zu basteln. So einen habe ich nämlich nicht gefunden online als Mod. Und... ich glaube... Ich muss das einfach mal machen. Ihr werdet es dann sehen. Ich will da noch nicht zu viel verraten, aber das ist mir jetzt gerade eben eingefallen. Jo. Er wird... Mal schauen. Vielleicht kann ich den online irgendwo dann reinstellen. Was zeigt mir der hier für eine verkackte Routenführung an? Ich überlege gerade, ob man hier... Nein. Nein.
Entschuldigt bitte, aber dann haben wir hier wenigstens alles mal mitgenommen. Ja, wie gesagt, ich möchte noch nichts verraten. Vielleicht mache ich das. Vielleicht gibt es da irgend so einen einfachen Demo-Trailer, den ich da benutzen kann. Den müsste ich nur ein wenig umbasteln. Als Mod, ne? Das wollte ich nämlich immer schon mal fahren. Also es wird nur was ganz Einfaches, nichts Aufregendes. Das muss ich euch auch sagen. Es ist nur ein Trailer-Skin, könnte man sagen, ne? Aber es soll auch eine eigene Fracht werden. Und mehr sage ich da jetzt nicht dazu. Das ist nämlich eh schon zu viel, weil wer mich ein wenig kennt, müsste schon drauf gekommen sein, was ich da für einen Anhänger basteln möchte. Aber mal schauen. Vielleicht passt sie ja nach dieser Aufnahme wirklich. Sollte, ich hoffe zumindest, dass es nicht so schwierig ist, so einen Anhänger-Mod zu basteln. Vielleicht finde ich da online eine Vorlage. Wo man vielleicht kein Model selbst basteln muss, weil da habe ich nämlich überhaupt keinen Plan, muss ich auch zugeben, ja. Ich habe mal ein wenig 3D gemodelt, das ist aber schon, keine Ahnung wie lange her. Das muss wirklich schon lange her sein. Und ich habe von denen überhaupt keinen Plan mehr. Ich möchte mich ehrlich gesagt auch nicht damit beschäftigen, so cool es wäre. Man kann nicht alles können, ne? Und da lerne ich lieber ein wenig mehr noch beim Programmieren hinzu, ne? Ihr wisst ja, ich bin ja hauptberuflich Software-Webentwickler. Solltet ihr zumindest wissen. Und irgendwas wollte ich sagen, ich habe nur vergessen was. Jedenfalls lerne ich da lieber da noch ein paar Skills und bilde mich dort fort, anstatt wieder was ganz Neues zu lernen, ne? Weil 3D-Modeling ist ja jetzt nicht unbedingt leicht, ne? Alter, der schießt daher. Ja, wie gesagt, Soundtrack. Musik heute. Habe ich ja in der letzten Aufnahme schon erwähnt. So. Ich schalte jetzt aus Prinzip nicht hoch, ne? Kommt da jemand? Ne. Sehr schön. Tanken müssen wir, glaube ich, nicht. Dann lass mich eben mal hier durchschalten. Was zeigt er da an? 800 Meilen. Ne. Müssen wir nicht. Tun wir also auch nicht. Schauen wir erstmal, dass wir weiterkommen. 13 Stunden 40.
Minuten nach Warps zum Ziel. Schlafen müssen wir in 12. Ne? Das heißt, wir könnten das wieder auf einmal durchziehen, mit viel Glück sogar. Oder wir bleiben hier in Santa Cruz stehen. Ne? Das wäre eine Möglichkeit, wenn es wirklich ist. Glaube ich aber fast nicht. Ne? Sehr schön, immer noch bei knappen 4% CPU-Auslastung, das freut mich ehrlich gesagt. Wir haben jetzt hier auf der offenen Fläche über 100 Frames. Ne? Wenn wir dann wieder in die Stadt reinfahren, dann haben wir wieder unter 60. Ne? Also das ist hier im American Truck Simulator sehr abhängig natürlich von der Umgebung, wie in jedem Spiel eigentlich, muss man sagen. Denn wenn natürlich viel Details sind, ja, dann ist es natürlich schwieriger zu rendern, ja, ganz klar, für die Grafikkarte. Aber gerade hier auf der Autobahn, da ist nicht viel. Ne? Deswegen nehme ich auch nur in 30 Frames per Second auf. Ganz ehrlich, muss ich auch zugeben, 60 Frames ist cool, grundsätzlich, ja, in meinen Augen, aber gerade für Let's Plays ein bisschen Overkill, wenn man jetzt nicht gerade ESL oder so spielt, ja. Und da, keine Ahnung, Counter-Strike-Spiele oder sowas aufnimmt. Das ist natürlich was anderes. Das mache ich aber, wie ihr wisst, nicht. Ich bin kein ESL-Gamer, geschweige denn ein guter Shooter-Spieler oder sowas. Das ist einfach nicht meins, ne? Ja, das mit dem Truck-Modell, das muss ich mir jetzt eben im Kopf behalten, dass ich das nicht vergesse. Wir haben ja doch noch 440 Meilen vor uns. Das ist ja dann doch noch ein wenig. Aber was soll's. Wir haben mehr Zeit. Heute möchte ich mir auch ein wenig mehr Zeit nehmen hier für den ATS. Eigentlich wollte ich für die Beast Shuffle 6 aufnehmen und gestern schon ATS. Ist aber gestern nicht drin gewesen. Ich war mit einem Projekt beschäftigt, mit einem anderen. Also kein Let's Play Projekt, nichts mit YouTube. Junge. Auf einmal ist er 30, ne? La la la, nichts passiert. Hat keiner gesehen. Na komm. Kurz auf der Kupplung gewesen, ne? Da ist auch wieder 65. Also ganz geheuer sind wir hier die Amerikaner mit ihren Geschwindigkeitsbeschränkungen nicht.